So, hallo zusammen, heute ist der 21. Dezember um ja, 14:45. Ich wollte heute nochmal filmen, weil die Sonne gerade rausschien. Ihr seht wieder hier, kein Schnee, nichts. Alles aufgetaut, plus 10 Grad. Ich sage für meine ausländischen Mitgucker, nur damit ihr es gesehen habt, sogar 12 Grad. Also wir haben Plus. Ja, kurzes Update. Bei dem Brieftaum bin ich so ziemlich überfüllt oder voll. Das heißt, ich werde dieses Jahr relativ spät Jungtiere ziehen. Ja, werde noch wahrscheinlich einen Zuchtschlag oder meinen Zuchtkeller ein bisschen ausbauen müssen und die Zuchttauben hier raussetzen müssen. Mal gucken, wie ich es mache. Auf jeden Fall werde ich später ziehen. Letztes Jahr hatte ich ja um diese Zeit schon die Nistzellen teilweise offen. Wie ihr seht, sind doch ein paar mehr schwarz geworden. Ich habe jetzt auch einen Gutschein ersteigert bei Brieftaubenauktion. Da habe ich mir sogar noch bei jemandem eine schwarze und noch eine Meudemann gewünscht. Und ja, mal gucken. Bis jetzt sind die Tauben alle glücklich und zufrieden, haben gerade noch ein bisschen gefressen. Man sieht, ich glaube noch ein bisschen Futter liegt noch drinnen. Nachdem es übrigens hier aufgetaut ist, ist es auf jeden Fall sehr, sehr feucht geworden. Das war eigentlich der Aufruf zum Kratzen ohne Ende sozusagen. Habe ich natürlich auch, wie alles aufgetaut war, natürlich auch richtig gut geputzt. Ne? Der alte hier gefällt mir immer noch sehr gut. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich die Tauben bis März fit kriege, dass sie gut fliegen. Na, Iggy, was ist los? Ja, man sieht ab und zu sitzen die hier auch nach dem Fressen etwas aufgeplustert, aber ich glaube, schlecht geht es hier nicht. Ich habe auch neue Tränken, vielleicht ist es gerade aufgefallen. Es ist eben eine ganz dumme Idee, wenn die Tränken zugefroren sind, gegen die mit der Hand oder auch weichen Gegenständen gegenzuschlagen, damit die das Eis drunter bricht. Ich habe das jetzt so gemacht, ich hole die Tränken über Nacht rein. Also abends rein, hole sie morgens wieder raus. Ja, hier wie ihr sehen könnt, sind die gelben Kiebitze immer noch da. Ich habe da jetzt auch nochmal eine Anzeige geschaltet. Gucken, ob sich jemand meldet. Ja, so viel dazu. Vielleicht mache ich noch eine Ausstellung mit, mal gucken, vielleicht nicht. Jetzt sitzen die Gelben alle schön hier. Ja, da sieht man noch das rote Jungtier. Das ist jetzt eine Auspaarung rot an gelb. Man sieht auch am Rücken, dass das absolut scheiße ist, dass es nicht durchgefärbt ist. Ich habe noch hier oben den hier, der hat aber zu viel Blau in den Schwingen und im Schwanz. Der ist aber komplett rot. Das ist auch ein von der Form hier, denke ich, ein guter Vertreter seiner Art. Vielleicht Augenring ein bisschen kleiner. Ja. So viel dazu. Die Schwarzen auch. Ich muss auch noch eine Ausstellung machen und dann wird erstmal aussortiert. Vielleicht bietet sich noch eine andere Gelegenheit. Auf jeden Fall läuft es eigentlich ziemlich gut. Die haben die Kältephase gut überstanden. Ich hatte hier vorne das Gitter mit Folie zugehängt und habe, wie es aufgetaut ist, halt die Türen wenigstens abgehängt, damit es da drunter halt deutlich trockener wird. Wie man sieht, ist es ja eigentlich auch trocken. Daher alles schön soweit. So. Das war's für heute. Ich hoffe, der kurze Einblick hat euch ein bisschen Abwechslung gebracht. Ja, Maya ist immer noch da. Maya frisst immer noch gerne Taubenscheiße, wenn es unter dem Ausflug was landet hier. Ja, so viel dazu. Das war's von mir. Noch, falls wir uns nicht mehr hören, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch.
Macht's gut.